Was? Wir sind nicht bei Herr Tutorial. Bei Herr Tutorial wird auf die Regeln geachtet. Okay. Weiß jemand eigentlich, wie es weitergeht hier? Ich habe letztes Mal ja diesen Scan bekommen. Diesen Wärmeblick. Warte mal, ich muss glaube ich noch ein bisschen lauter machen. Das ist recht leise. Oder? Warte mal, hier brauchte ich Strom. Wie mache ich denn hier Strom nochmal an? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit? Ach. Wie hat denn das hier nochmal funktioniert? Da muss ich doch irgendwas machen. Müsste ich das scannen? Ist von der Witterung angegriffen. Warte mal. Ja klar spielt man da eine Frau. Samus ist eine Frau. Bitteschön, Helljudge. Warte mal, da muss ich jetzt wieder umgreifen, weil ich kann doch keine... Aha. Was bringt mir das jetzt, dass ich das freigesprengt habe? Okay, ist schon wieder ein paar Tage her. die Superrakete, Vicky. Das stimmt. Ah, ich habe das schon Strom gemacht, oder? Ja, sehr gut. Wie auch immer. Wie auch immer. Na gut. Och, läuft gut, Bullrot, danke. Ja, wie gesagt, Leute, jetzt abseits des Rants, seid so gut, bisschen informieren und dann läuft es ja auch alles viel entspannter. Stream ist doch was Entspanntes, hoffe ich zumindest. Da könnt ihr ein bisschen mitreden, könnt diskutieren, könnt euch austauschen, vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen untereinander. Und so, ja, dieses Fragen und immer wieder dasselbe, dieses, das macht alle nur verrückt. Das wollen wir doch nicht. Ich will's nicht. Mal gucken, ich werde vielleicht mal ein paar mehr Mods unnennen und dann ist das gut. Oha, neuer Boss. Moin Biene. Freut mich, Krümpel, aber ich glaube nicht, dass du der schlechteste Gamer bist. Wow, was ist das für ein Vieh? Oh, sieh mal, da habe ich gleich mit der. Oh, nö. Alter Schweden. Tardos, Kreatur aus Felsbrocken, die hochgradig mit Phasonstrahlen belastet ist. Die von Tardos aus abgegebene Phasonstrahle macht automatische Zielsuche nutzlos. Zielsuchsysteme. Da sie die Zielerfassung verhindert. Möglicherweise lassen sich mit einer anderen Visor-Alternative Ziele anpeilen. Aus der Schwierigkeit heraus, gleichmäßige Phasonbestrahlung durchzuführen, ergibt sich bei dieser Kreatur eine strukturelle Instabilität. Tardos kann seine Gegner mit Eis einschließen und seine kolossale Größe in Verbindung mit entsprechender Stärke machen, ihn zu einem überwältigenden Gegner. Ja? Okay, das ist cool, dass Belang kostenlos kommt. Finde ich super. Sehe hier. Wow. Was macht denn der jetzt? Hat er irgendwie Lebensenergie oder so? Ach du Kacke, was ist denn das für ein Boss? Ja, wie gut, dass ich mit der Sicht hier überhaupt keine Kontrolle habe. Ha
Stipp. Oh, was kracht denn der Sound schon wieder so? Oh, du Penner! Alter Schwede, Leute, was ist denn hier los? Uah. Yes. Nein. Oh, da kommst du nicht mehr weg, wenn der wollt, ne? Da kommt man nicht mehr weg. Yes. Nein! Och man, sie ist aber auch nicht gerade. Sicht immer abschalten, die laufen stellen, wie soll Ballern immer laufen. Ja, ich merk's. Ist echt besser, wenn man hier immer läuft. Och, genau. Yes. Hab ich dich, du Schwein. Nö. Au. Tja, kommt man nicht mehr weg, wenn er auf einen zurollt. Oder ich muss selber rollen. Das wäre eine Idee. Dieses Krachen. Sorry, Leute, für den Sound. Ich könnte es nicht ändern. Aber ich halte überraschend viel aus dafür, dass ich hier von so einem Teil überrollt werde. Ne? Wär's mal wieder mit einer neuen verwundbaren Stelle, du Schweinebär. Oh, was ist das? Was ist das denn für ein Boss? Ja, ich sehe nichts mehr. Gefährlich. Zentral eins auf die Fresse, genau. Das Zeug. Oh. Sag mal, dieses Krachen macht mich gerade ein bisschen verrückt. Der Boss sieht aus wie bei Darksiders, ja. Nein. Au. Nicht die kleine Kugel zu rollen. Ich bin noch wie eine kleine Kellerasse. Na komm. Du willst wieder rollen, gibst du. Laufen und rollen, ja, mach ich so, Princess. Was? Itchy sagt der Pentrana-Boss. Ah! Das ist der Pentrana. Ach so. Was? Das ist der Boss. Aus dem Ruin? Hä? Verstehe ich nicht. Nein. Oh. Ist das der Pflanzenboss?
Nee. Brat. Oh nein, 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 nein. Ah, du blöder Sack. Oh, komm schon, nicht schon wieder. Man kommt aber nicht mehr weg rechtzeitig, wenn man sich nicht vorher schon einrollt. Shit, fies. Tenor. Was? Ach, das ist der Oberboss der Eiswelt. Ja, ja, das habe ich ja verstanden, dass es hier so Gebietsbosse gibt. Bin ich dann gespannt auf den der Lava-Welt. Aber nicht unbedingt erfreut drauf. Alter Schwede, was fährt denn der hier vom Programm ab? Hört ja gar nicht mehr auf. Du bist ja immer verrückter. Oh nein. Nein, roll doch, roll doch, roll doch. Au. Blöde kleine Kugel. Weg, weg, weg. Oh, nee. Oh, Leute, das ist so gemein. Der ist so gemein. Sollte aber nicht alle Raketen verschwenden, oder? Ja, ja. Ist am liebsten, ne? Oh. Bist du ein Penner, Gis? Gesäß. Die Hand weh. Beziehungsweise der Daumen vom ganzen Drücken hier. Stirb doch endlich. Yes. Nein, oder? Ich bekomme ihn endlich. Den Spider-Ball. Bitte, bitte. Oh. Beste Waffe, bester Skill oder was auch immer. Okay. Oh, Leute, was ich jetzt alles entdecken kann. Ist ja der Wahnsinn. Warte, wie war das mit L? Nee, warte. Was? Standard mit L kann ich mich festhalten. Ach so. Ah, hab's kapiert. Okay, okay. Warte mal. Komme ich jetzt hier überall hin? Oh, Leute, bester Ball. Spider-Ball, bester Ball.
sage ich euch. Aha. Beste Ball, Spider-Ball. Kann man da kein Turbo geben? Ja, leider nicht. Oh, es ist so schön. Spider-Ball, bester Ball. Sonst gibt's hier nichts. Bin ich da nicht irgendwie raus hier? Ich muss doch daneben wahrscheinlich zum... Warte mal. Bin ich doch hier gar nicht so falsch. So. Abkürzung. Was mit dem Thermalvisor? Soll ich mich umsehen? Da oben ist eine... Ne, warte mal, das ist die ganz normale Eingangstür, oder? Ja. Da drüben ist was. Oder komme ich nicht hin, weil ich diese blöden Haken noch nicht habe? Ich komme später ja nochmal her. Ich muss alles nochmal absuchen hier mit dem Teil. Das muss ich ja sowieso. Ich höre hier was. Oh. Piu. Und südliche Höhlen von Magmoor. Oh Leute, das gibt jetzt was. Jetzt muss ich alles absuchen hier. Und vor allem brauche ich noch diesen blöden Haken, diesen Schwunghaken, sonst komme ich da auch nicht weiter. Hm. Piep, 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 piep. Die Höhlen von Magmoor. Okidoki. Böses Feuer. Vielleicht ausschießen? Nee, ne? Die gehen immer nur in so einem bestimmten Zeitpunkt los, die Düsen. Oh, was? Was halten die denn aus? Das sind vielleicht Zecke, du, die mit den Jetpacks. Hm. Hier war ich ja noch gar nicht. Okay. Ah, oh, da unten ist Ende. Da muss ich erstmal hier hin, würde ich sagen, oder? Habe ich zumindest das schon mal alles aufgedeckt. Toll. Hier brauche ich irgendwas. Durchgang blockiert. Lilith Bedenzium. Wahrscheinlich brauche ich dafür den Feuerschuss, ne? Oder Eis oder irgendwas. Die fehlen mir nämlich immer noch Feuer- und Eisschüsse. Was ist denn hier los? Warum ruckelt denn das so? Lavapumpe ist intakt, aber ohne Energieversorgung. Drei nahegelegene Schaltkreise müssen jeweils eine Induktion erhalten, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Dazu würde sich ein starker Beschuss mit elektrischer Energie eignen. Die Schaltkreise geben ein Wärmemuster ab, das im normalen Spektrum nicht sichtbar ist. Alles klar, das ist ja schon mal ein Hinweis. Was ist das? Östliches Kanalschott geschlossen. Was? Das ist jetzt ein ganz anderes Level, ob ich damit klarkomme. Was? Na klar, komme ich damit klar. Ich muss erstmal gucken. Oh. Da haben wir doch schon hier was.
Na gut, Elektrik ist ja Charge Beam, ne? Jawohl. Es war eine Pumpe. Achso, das sind die Induktoren hier, die Teile. Na gut. Müp, müp. Müp, müp. Ah. Jetzt soll ich da reinhüppen, oder wie? Ich würde es noch langsamer laufen lassen. Dein Lieblingswort ist Rollen, Soul Princess, heute. Ah! Ich kann gerade Bomben legen. Aua. Nee, warte mal, hier ist ja noch nicht. Muss er dahin, wo die Lava eingetrocknet ist, quasi. Okay. Was ist das? Östliches Kanalschott geöffnet. Lava innerhalb des Kanals kann sich nun abkühlen. Ah ja. Jetzt kommt das nächste. Was hat denn das für einen Sinn? Oh oh. Schon ist meine Lebensenergie ziemlich angeschlagen, deswegen. Was ist das denn hier? Jetzt ist die Pumpe. Ich hätte gerne mal ein bisschen Lebensenergie. Wäre das cool? Oder hot? So. Ach nee, das geht auf Zeit. Das ist das. Ja, ja. Ist schon klar. Jetzt habe ich doch das letzte Shot schon auf. Warum war das denn hier auf Zeit? Will ich jetzt Lebensenergie, wenn ich da durchrolle, oder was? Oh ne, doch nicht. Ich musste nur da reinkommen, das war der Trick. Ihr schafft. Oh, das ist ein Energy Tank. Geil. Das war's? War das ein... Das war jetzt einfach nur ein Bonus? Ich dachte, das war ein Rätsel, um weiterzukommen. Ja, gut. Aber was macht man nicht alles für ein bisschen Lebensenergie? So. Daraus. War das echt nur ein Rätsel, Leute? Hi, Behemoth. Moin. Das war echt nur ein Rätsel, um hier mehr Lebensenergie zu bekommen? Alter, was bist du denn? Lava-Mollusk. In Lava lebendes Weichtier mit undurchdringlicher Schale und einfachem Nervensystem. Dieser kreissymmetrische Organismus öffnet sich, wenn man sich ihm nähert, um durch seine Größe bedrohlich zu wirken. Ein Treffer in sein freiliegendes Zentrum veranlasst ihn, sich umzudrehen und in dieser Verteidigungsstellung zu verharren. Wenn sich der Lavamollusk schließt, werden zahlreiche gefährliche Magmabläschen davon geschleudert. Krass. Ja. Spring doch weiter, Mensch. Oh. Hier fliege ich ja wieder, ne? Genau. Mama braucht Rockets. Oh, wollte ich gar nicht. Hauptsache Energy Tank. Genau, Lia. Das stimmt. Da oben brauche ich wohl Eis. Habe ich nicht. Das freut mich, Reptex. Gibt auch nichts Besseres, nach einem blöden Tag, nach einem blöden Arbeitstag, entspannend streamen. Mit und für euch. Komm raus! Die Bläschen. Ich glaube, da oben kann ich eh noch nichts machen. Dafür brauche ich erstmal den Eisbeam, von daher. Vorher komme ich eh nicht weiter. Ah, es war mir so klar, dass du jetzt kommst, ne? Bringt das was? Nee. Hä? Oh, es bringt doch was.
Ich hab mir doch gedacht, ohne den Zapfen komme ich hier gar nicht rüber. Ja, ich muss gucken, Hauser. Wow. Jetzt habe ich nicht auf das Spiel geachtet. Ja, wie ihr wollt, Middle-Earth oder ganz am Schluss dann noch Dark Souls. Könnt ihr mitentscheiden. Ja, und jetzt? Soll ich denn hier weiterkommen? Stellt ihr euch das denn vor? Was sind das wieder, diese Minen? Puffer, instabiler, mit Gas gefüllter Organismus, Platz beim Berühren. Ne, tödliches Gas und so weiter. Was will man da? So viel dürft ihr ja nicht ausmachen. Ich habe ja einen Varia-Suit. So. Bäm. Aha. Ist halt gleich mit kaputt gemacht. Die Möglichkeiten jetzt mit dem Spider-Ball, ne? Das ist der reine Irrsinn. Warum ist das so langsam? Wahrscheinlich, weil ich die Prozessor-Priorität ganz hochgestellt habe. Das sollte man eigentlich nicht machen beim Stream, weil es extrem auf die CPU geht, aber... desto schöner ist halt das Bild, ne? Was? Der Ballrun ist schon verdammt nice. Ja, das ist mal was anderes. Fand ich auch gut. Ist nicht immer dieses Challenge irgendwas mit einer Waffe, die weniger Schaden macht. Oh, beim Bogen muss man sich komplett umstellen auf die Art, wie man kämpft. Ist halt die feige Hühnchen-Taktik, aber... Hm? Mit me. Hallo? Da weiter, bitte. Me. Das ist total doof, man kann entweder nur links oder rechts drücken. Wenn man so gefühlt in die Kamerarichtung drückt, dann geht's nicht, das Lenken. Mit dem Spider-Ball irgendwie. So, habe ich hier noch was zu tun? Wahrscheinlich muss ich wieder hoch in die Ruinen, oder? Da geht's in die Choso. Den Finsterschleicher mit Bogen. Ah. Der Finsterschleicher wird nicht das Problem sein, aber... was ich eher als Probleme achte, sind die Mobs bis dahin, weil die sind richtig Arsch mit Bogen. Glaube ich nicht, dass ich das schaffe. Bip, 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 bip. Sag das nicht, Alduin. Mit Bogen ist der total easy wahrscheinlich, weil du immer auf Abstand bleiben kannst. Also besser auf jeden Fall als mit Faust. Faust, Junge. Morgen kommt Silent Hill wieder. Heute war Dark Souls Tag, genau wie gestern. Wieder diese komische Disco-Porno-Mucke. Da brauche ich Feuer. Und da brauche ich Eis. Na toll. Da war das Artefakt. Da geht's hoch zu den Choso-Ruinen. Okay. Wetz sich da mal schnell hin. Mach doch Doppelsprung. Ach Leute, schön. Freut euch aufs lange Wochenende. Endlich mal in allen Bundesländern und in Belgien ist Feiertag. Schön, ne? Ja, ich glaube, ich sollte die Prozessor... das Rendering vom Prozessor runterstellen. Du, ganz ehrlich, Orkan, vor 20 Jahren und jetzt, das ist ein Riesenunterschied. Damals wussten vielleicht nicht so viele, was damit anzufangen, aber heute ist es eine ganz andere Generation. Die sind durchtriebener als so jemand wie ich mit 30, mit 14. Well.
Ist so. Die sind viel weiter als wir damals. Zumindest was so die Aufgeschlossenheit oder Informationen angeht. Was, Windows 10 ist schon da? Ja, ich hab's gehört. Die wollen irgendwie das 9er überspringen oder so. Oder, ja, ist da auch wieder so ein Internet-Gag. Du musst arbeiten, Krümpel. Dann bist du entweder in der Dienstleistung oder in der Gastronomie. Hatte ich nämlich früher auch. Da hatte ich Montag, Dienstag frei und Samstag, Sonntag für Arbeiten angesagt. Oh, war cool. Ja, nächste Woche Evil Within wird super. Ich freue mich schon. Wie Sau. Aber eigentlich noch mehr auf Alien Isolation, weil Evil Within wird wahrscheinlich wieder so actionlastig. Mal gucken. Ich bin schon gespannt. Was ich mich noch eigentlich noch viel mehr freue, ist Legend of Grimrock, aber das werde ich nicht let's playen, weil das ist mir sowas, was ich für mich dann spiele. Ach nee, warte mal, kack, hier war doch... Hier brauchte ich doch diese Dinger zum Schwingen. Wo waren hier das mit dem Spider-Ball, Leute? Irgendwo war das hier mit dem Spider-Ball. Ich weiß es echt nicht mehr wo. Hier war es, genau. Hier brauchte ich den Spider-Ball. Der Schreinruine. Bin ich hier total falsch. Aber ohne diese Schwunghaken kam ich hier nicht weiter. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Schwierigkeitsgrade geben wird bei Evil Within, aber wenn, dann spiele ich es auf dem höchsten. Der höchste, der verfügbar ist. Ich finde... Ja, ich weiß. Es gibt zwar immer wieder Diskussionen darüber, dass ich mich dann beschwere, weil es zu schwer ist oder weil ich halt öfter mal sterbe. Oder weil es angeblich den Spielfluss rausnimmt. Aber so habe ich halt für mich die größte Herausforderung und ich will nicht irgendwie so ein blödes Spiel auf normal spielen. Nur weil ich es dann jedem recht mache und direkt beim ersten Mal durchkomme. Das finde ich lächerlich. Ich will ja auch eine Herausforderung. Oh, hi. Hast du gerade einen Balztanz oder was? Ja. Und tschüss. Deswegen, also, das ist auch noch sowas, da ich mir immer was anhören darf, finde ich auch doof. Dann lieber bei jemanden gucken, der es auf easy spielt, aber gleich durchkommt, oder was? Na gut, jedem das seine. So, hier war das, oder? Wo war denn hier? Nee. Spricht der Mann aus Bruger. Nein, der Zocker. Einfach der Zocker. Das ist doch da drin. Wo war denn hier das Spider-Teil? Wo bin ich jetzt? Man sieht, dass ich intelligent bin. Wie kann man das sehen? Killerworm. Man sieht mich doch gar nicht. Außer wenn ich nackt putzen bin, dann sieht man mich vielleicht. So. Yay. Endlich dieser blöde Spider-Ball. Ich werd mal wahnsinnig. Oder ich wurde beinahe wahnsinnig. Ein Dragon Age Let's Play. Nee, hab ich noch nie drüber nachgedacht. Auch nicht 150 Parts lang. Nee, hab ich nicht. Alduin, guck mal bitte, ich hab schon eins gemacht. Nur vom Zweier nicht. Aber Inquisition kommt auf jeden Fall, weil da freue ich mich drauf. Obwohl mir das Interface nicht gefällt, es sieht auch wieder so aus wie das vom ersten. Das finde ich ziemlich... Naja. Ist hier schon wieder. Sieht aus wie so eine Saugglocke. Wow. Geht's ja echt runter. Oh. Zockermentalität. Ja, richtig, Bullrot. Ich sag ja, dann sterbe ich lieber ein paar Mal. Und, das ist eine gute Einstellung, Vampir Asiel. Ja, ich weiß nicht, Leute, dann... Ne, was habe ich denn für einen Spaß dabei, wenn ich jemand Eloquentem dazu sehen kann, wie er auf easy irgendein Spiel durchzockt. Für mich ist es immer... Das ist, muss jeder selbst. Das ist ein eigenes Empfinden, was da wohl jeder hat. Ich geh erstmal hier unten lang.
Also für mich liegt der Spaß daran, dass ich sehe, wie jemand Skill hat, also spieltechnisch und auch sprachkünstlerisch. Also es ist immer so eine Sache. Ich meine, Lobos zum Beispiel kennt ihr bestimmt. Lobos Junior, der streamt ja auch. Englischer Dark Souls Challenge Run Spieler. Der kommentiert so gut wie gar nicht. Der redet kaum. Also der macht ab und zu immer so, so hi oder summt die ganze Zeit oder pfeift mal irgendwie. Aber der redet nicht. Bei dem kommt es mir echt auf den Skill an. Da gucke ich mir den lieber an, weil der gut spielt, als dass ich jemanden sehe, der gut kommentieren kann. Ist jetzt halt eine Ausnahme, normalerweise lege ich halt auf beides Wert. Was ist das denn? Bist du denn? Oculus. Auf Mauernheimisches elektrische Impulse abgebendes Kriechtier. Der Oculus zeigt sein einzelnes Auge, während er aktiv ist, das ihn umgebende elektrische Feld hält die meisten Räuber von ihm ab. Spürt der Oculus eine drohende Gefahr, so zieht er sich in seine undurchdringliche Schale zurück. Dieses Verhalten schützt ihn vor fast allen Angriffen, der ihm in der talonischen Wildnis widerfahren können. Witcher 3? Ja. Ja, da will ich jetzt nichts zu sagen, aber ich hab's geschenkt bekommen. Ich hab's noch nicht angenommen, das Geschenk will ich eigentlich auch gar nicht. Ich hoffe halt, dass ich's irgendwie bekomme vom Entwickler. Was ist der öfter? Es leuchtet doch rot. Aha. Was? Die Renaissance? Ich würde ja sagen, es ist so der viktorianische Stil, André. So wie so das London um das 16. Jahrhundert vielleicht oder so. 16. 17. Oh, da oben ist was. Aha. Jetzt habe ich eine ganze Stufe das Zeug runtergebrochen. Oh, nö. Muss ich das jetzt echt jedes Mal machen mit jeder Stufe hier? Wow. Kann ich die denn zerstören? Naja. Gepanzerter Puffer. Mutierter Puffer mit verstärkter Außenhülle. Die Strahlung des Phasons hat diesen mutierten Zweig der Pufferfamilie auf Talun 4 hervorgebracht. Sie haben eine harte Außenhülle entwickelt, die ihnen einen besseren Schutz vor dem Zerplatzen bietet. Mit Hilfe von ballistischen Geschossen lässt sich die Hülle jedoch einfach durchdringen. Das im gepanzerten Puffer enthaltene Gas entspricht dem Das ist doch kein Lebewesen, das ist doch hier. Das ist doch Quatsch. Kriege ich hier Lebensenergie? Wie wäre es mit Raketen? Na super, da muss ich auch noch dran vorbeischießen. Och Leute, ich finde es so gemein, heute geht ja Bloodborne los, ne? Heute am 3. und am 5. kann man es spielen, die Beta, die Alpha, wie auch immer. Ich habe keinen Zugang bekommen. Och Kinder, nicht schon wieder. Warum passiert das mir? So. Warum kommen die vor allem jetzt immer wieder nach, wenn ich die einmal zerstört habe? Wie das? Wow. So, da kann ich noch gar nicht so schießen, das ist ja gut. Geht das Vieh damit kaputt? Tatsächlich, haha. Muss da gar nicht rauf, merke ich gerade. Was, wenn du die Raketen für die Sterne mit den Rissen nimmst und dann immer wieder aufspringst? Ja, mach ich ja. Mach ich ja gerade. Du sollst doch nicht drauf schießen auf das Vieh. Das ist böse.
denn hier neue Raketen herkriegen? Das reicht doch gar nicht mehr. Das ist kaputt. Da geht's ja noch eins höher. Au! Was hat mich da... Die kommen so weit hochgeflogen? Ist doch Mist. Ja, ja, Scandaten, die könnt ihr euch ganz kurz in die Haare schmieren. Ich hab's. Erstmal gucken hier. Ah, anscheinend taucht der Chat etwas verspätet auf. Ja, ich habe in der Tat so 30 Sekunden Delay, also. Ist immer tagesabhängig. Toll, jetzt muss ich ganz. Da komme ich da gar nicht hin. Ich habe keinen Eisbeam. Also heute ist, glaube ich, wieder ein bisschen extremer der Delay, weiß nicht. Ah, jetzt habe ich da jetzt mal eine neue Plattform. Das ist ja super. Blöden Teile. Au. Unfair. Yes, was ist das? Neuer Beam? Stimmt, der Frost. Wavebuster. Hä? Was ist das schon wieder? Ich dachte, ich bekomme jetzt Eis. Diese gewaltige Attacke verbraucht fortwährend Missiles. Unter Verwendung des Wavebeams bitte zum Aufladen A gedrückt halten. Bei maximaler Aufladung Y drücken, um zu feuern. Weiterhin gedrückt halten, um weiter zu feuern. Ja? Was soll das jetzt? Das bringt mir doch gar nichts. Kinder. Das bringt mir doch gar nichts. Hier komme ich jetzt auch nicht hoch, oder? Irgendwo muss ich da rankommen, hier. Kann ich das Wasser ablassen? Da oben ist eine Tür. Irgendwie muss ich da raufkommen, oder wie mache ich das? Oh. Das ist quasi deine Supermissile nur mit dem Wavebeam, okay. Oh, ich habe nicht mehr viele Raketen, das ist ein Problem. Was bringt mir das Teil jetzt? Ich meine, außer der Waffengewalt, ich komme hier durch keine neuen Türen, oder? Ihr blöden Puffer. Au. Warum? Hier noch was? Bin jetzt ein bisschen schnell runtergehüpft. Ne. Was ist mit New Vegas? Hä? Ich glaube, das bringt gar nichts, hier abzuballern. Weiß das jemand, Leute? Kann ich irgendwas noch machen? Den letzten Stream kann ich nicht hochladen, weil da kommt wieder Ingrooves und Warner Brothers und die sagen, nein, unser Spiel, unsere Musik darfst du nicht. Wird gesperrt. Also zumindest Video 1 und 2. Das dritte hatte ich noch gar nicht oben, da war es mir zu blöd. Habe ich es wieder gelöscht. Bringt ja nichts, wenn man es in Deutschland nicht sehen kann. Aber ihr könnt es hier auf VOD sehen. Geht einfach auf die Highlights, da habe ich alle drei abgespeichert. Könnt ihr einfach reinglotzen. Komme ich hier nicht hoch, Leute? Oder muss ich mich sprengen vielleicht? Nee, unter Wasser geht das super. Im Raum war nichts weiter, aber da geht's doch hoch. Da geht's doch hoch. Ich muss doch irgendwie darauf kommen. Vor allem diese komischen Seile hier machen mich irgendwie skeptisch. Was für ein Spiel.
Nein, da komme ich erst später auch. Ich habe den ganz normalen Varia-Suit, glaube ich. Den hier mit den Schultern. Mehr habe ich noch nicht bekommen. Herr der Ringe, weiß ich nicht. Muss man selbst entscheiden, also. Ich find's cool soweit. Ich sage mit Herr der Ringe kannst du mich immer kriegen. Ich habe mir wirklich alles gekauft davon. Ich hatte sogar dieses komische Super Nintendo-Spiel damals von Herr der Ringe. Das war echt nicht gut. Ach ja, macht ihr wieder Aufstand da unten. Na gut. Ich weiß trotzdem nicht, wie es jetzt weitergeht, weil ich nur diesen tollen neuen Beam habe. Diesen Charged Beam, aber wirklich keinen Verwendungszweck dafür, soweit. Wie komme ich da hin? Warte mal, Ice Beam. Ja, ich habe den Ice Beam nicht, das ist super. Muss ich vielleicht wieder zurück in die Eiswelt? Warte mal. Na? Warte. Da war auch nichts mehr. Die Kapelle war es nicht. Hier war, glaube ich, noch was. Die östlichen Eisruinen. Da brauchte ich auf jeden Fall hier. Aha. Ich finde es ja schon ein richtig geiles Spiel, aber irgendwie ist es mir doch ein bisschen zu viel Abgesuche. Was? Ja, ich weiß nicht. Ich habe es bisher auch nie gespielt, Fallout New Vegas. Und jetzt bin ich halt mal auf den Geschmack gekommen, aber ich muss es halt mal pausieren. Weil es ist sehr viel Aufwand, der Kram. Ja, ich werde jetzt mal wieder zurück in die Eisruinen gehen, sonst wüsste ich ja auch nichts. Sonst weiß ich auch nichts. Was? Ich komme den Eisbeam ran, der ist in den Choso-Ruinen, sagst du, Richie. Okay, dann muss ich nochmal alles abklappern. Warte, dann gehe ich nochmal zurück. Bip, 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 bip. Star Wars Old Republic. Ja, wollte ich irgendwann mal machen, ja, aber Problem ist, ich habe jetzt Witcher, ich habe Fallout, bald kommt, jo, ciao, Hopeful. Bald kommt Dragon Age. Im Frühjahr, nächstes Jahr kommt wieder Witcher. Ich wollte eigentlich immer nur maximal ein Rollenspiel am Laufen haben. Dann habe ich jetzt bald schon wieder drei und das ist... Fallout muss ich ja schon pausieren, weil ich keine Zeit habe. Weil Rollenspielprojekte will ich halt nicht irgendwie nur 20 Minuten machen. Das ist kacke. Und wenn ich jetzt jeden Tag 5 Videos habe, eine halbe Stunde... Nee, das geht gar nicht, Leute. Ich komme nicht zum Produzieren. Also irgendwann, sage ich mal, genauso wie ich immer nach Mass Effect gefragt werde, das will ich aber nicht machen. Aber wenn ich mir das jetzt entgegen meiner Aussage nochmal vornehmen würde... Ach, warte mal, das war ja hier, Quatsch. Dann würde ich ja... Dann würde ich ja Jahre dafür brauchen. Beziehungsweise mindestens ein Jahr, bis ich es durch hätte, alle drei. Ich kenne mich ja in Rollenspielen. Ich mache ja alles, dann immer. Ich habe am zweiten auch die ganzen Planeten abgescannt und mir wirklich alles geholt, was da rumlag. Und es ist ja nicht nur so, dass ich es nicht aufnehmen kann, es muss ja auch geguckt werden, wisst ihr? Und da ich nicht so groß bin, lohnt sich das gar nicht. Für euch nicht und für mich nicht. Muss man halt mal ganz klar sagen, leider. So, nee, warte mal, ich gehe da unten lang. Was? Ein 50er? Ja, ich muss auch mal überlegen, Richie, wo ich schon überall war und wo nicht. Ist nicht so leicht. Weil ich habe hier schon locker alles doppelt und dreifach abgesucht. Ja. Hier habe ich die Rakete letztes Mal geholt. Das weiß ich noch, da. Da ist ein Safe Room, da muss ich nicht hin. Ich hab mal ein paar Rockets. Ja. Wow, könnt ihr mal woanders explodieren, danke.
nichts mehr, ne? Ne, da war nur ein Kartenraum. Hallo? Oh, ich noch nicht. Der Raum mit den Schwimmbecken und den Kröten am Rand. Ja. Ich muss gerade überlegen. Ja, am besten einfach nochmal alles ablaufen. Was anderes bleibt mir jetzt nicht übrig. Leider, leider. Ja. Sag mal. Kinder, ist mir warm, ne? Ich hab's Fenster auf. Es soll ja richtig warm werden, wieder jetzt der Herbst. Ekelhaft. So, da war der Sonnenhof. Da ging's, glaube ich, nicht lang. Da musste ich hier. Nee, warte mal. Kack. Die nördlichen Höhlen von Magmor. Das war hier irgendwo, oder? Ach man, ey. Da komme ich ja eh wieder hierher. Hätte ich auch da ganz... Ich hab noch was off-cam. Ah, hier war's. Genau. Nee, hier war's gar nicht. Muss ich da die Symbole scannen oder was? Raketen vielleicht. Keine Raketen. Was hat denn hier für Säcke? Was ist das? Diese Schmuckplatten verdecken die Magnetspur. 4 Kultsymbole zieren ihre Oberfläche. Verdient. Toll. Muss ich das jetzt jedes... Warte mal, so viel habe ich gar nicht. Verdammt. Ja, brauche ich 5 Raketen für. Mann! Mann. Am Savepoint werde ich aufgefüllt, das ist gut. Die Todesschreie des dahinsiechenden Landes hallen in unseren Ohren wieder, während wir Choso zu Zeugen werden, die die große Seuche immer tiefer in das Lebensmark dieses Planeten sickert. Nee, wie die große Seuche? Ihre dunkle Energie durchdringt Bäume und Wässer, alles Leben verzehrend. Friedliche Kreaturen sterben zu Tausenden. Einige Geschöpfe überleben, doch sie verfallen zu Ausgeburten des Bösen. Sie sind die Früchte jener Macht, welche vom Himmel stürzte. Die meisten dieser entstellten Mutationen bleiben zu klein, um gefährlich zu werden. Manche jedoch wachsen zu bedrohlicher Größe heran und gefährden unsere gesamte Existenz. Eine dieser Bestien entweiht unseren heiligen Quell. Gift sprudelt aus ihrer verderbten Form. Die reinen Wässer von einst sind nun zu Kaskaden eines schleichenden Todes geworden. Wir blicken in eine Fratze des Bösen. Dennoch schaudern wir Choso nicht in Furcht. Wir Choso sind alles, was von der großen Seuche nun... was der großen Seuche nun entgegensteht. Und es ist unsere Pflicht, sie zu bannen und einzuschließen. Die Raketen nicht, nur mein Leben. Warte mal, in der Kiste hier vielleicht... Kinder. Ist doch scheiße, warum bekomme ich jetzt hier keine Raketen? Hallo, Kikaninchen. Warum? Ich will Raketen, Kinder. Ach, super, ey. Ich soll ein paar Container kaputt schießen. Warum rollst du da zur Seite, wenn ich gerade mal auf den Chat gucke? Würde ich jetzt einen Missile-Container kriegen, wäre ich, glaube ich, schon wieder voll, oder? Genau, den hier habe ich mir nämlich off-cam geholt. Da musste ich ein paar Symbole hier freilegen und scannen. Hier gab es doch Käfer. Ihr habt doch bestimmt Raketen für die Mama, ne? Nein, das gibt's doch gar nicht.
Leute, ich komme mir gerade ein bisschen verarscht vor von dem Spiel. Warum gibt es hier keine Raketen für mich? Komme ich überhaupt wieder rauf, wenn ich jetzt hier runterspringe? Ich schneide jetzt ein paar Wespen ab. Natürlich nicht. Raketen. Mehr, mehr, mehr. Mehr, 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 mehr. Gut. 31 sollten wir eigentlich. Na gut, können wir gleich mal. Wenn wir schon mal hier sind. Wo ist die? Der. Ja, ja, wenn, dann machen wir es gleich richtig, Leute. So, das soll jetzt aber reichen. Ui, ui. Ich hab genug, Pascal. Nein, da komme ich gar nicht rauf. Ist ja wieder super. Au. So. Ja, ja. Ich mach's wieder Faxen. Okay, gleich bin ich da. Ihr Blind. Boah, was ist jetzt los? Frames aus der Hölle. Was hat das nur mit diesem Wasser hier auf sich, dass es immer runter geht? Ist ja furchtbar. Na, aber stronger. Nein! Raus da. Ja, ich sage ja, ich habe die Prozessor-Priorität hochgestellt. Also beziehungsweise die Verarbeitung ist jetzt auf Medium, glaube ich. Und eigentlich soll man es nicht über Fast stellen. Ich glaube, bei dem Spiel hier braucht es halt doch mehr Prozessorleistung. Als ich ihm halt zuweise. Sag mal. Wo quetschst du mich ein? Ich war gar nicht in der Spalte. So, jetzt sind bestimmt die blöden Wespen wieder da. Guck mal, die bauen so schnell. Ja, eigentlich ganz schön doof. Ich hätte mir vorhin von denen hier Raketen holen sollen. Na kommt. Guck mal, die Türen sind auch schon wieder zu hier, ne? Also die Teile. Ah, 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 ah. Die lassen die gar nicht fallen, die Mistviecher. So. Weil, wo finde ich die jetzt? Hä? Was hatten hier hin? Holzsymbole. Hä? Leute, ich verstehe nicht, wo die sein sollen, die anderen zwei Symbole. Ja gut, das wissen wir schon. Aha. Ist da auch noch eins?
Da ist eins. Aha, das war's. Jo, hab. Ja, das ist mir schon klar, Richie. Die sind ja immer da. Wenn man rausgeht, wird's immer resettet. Finde ich ein bisschen komisch von dem Spiel. Aber gut, ich denke mal, dazu reicht der Speicher auch nicht aus. So, jetzt aber, Kinder. Endlich. Oh oh. Ja, geil, und jetzt? Aha. Was, das sprengt das weg? Ach du Kacke. Oh, was war das? Was warst du? Irgend so ein Schattenvieh. Also Licht, Schatten. Oh oh. Ich habe so die dumpfe Befürchtung, dass ich hier wieder Thermalsicht brauche. Was? Würde ich nicht resetten, dürfte ich auf Raketensuche gehen? Freue ich mich ja drauf auf sowas. Ist ja Wasser. Ich dachte eben, was ist hier los? Das meine ich. Sobald ich ins Wasser komme, passiert das hier. Oh, nee, nicht schon wieder du, oder? Wow. Nicht schon wieder Boss, oder? Was seid ihr denn? Oh oh. Oh oh. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hilfe. Was ist das? Chozo-Geist. Unempfindlich gegenüber natürlichen Energien. Da dieses Wesen fortwährend ihre Präsenz verändern, lassen sie sich nur mit Hilfe des X-Ray-Visors präziser erfassen. Dieser Wandel macht sie unempfindlich gegenüber Waffentechnik, die auf natürlichen Phänomenen wie Feuer, Eis und Elektrizität basiert. Ihr wechselhaftes Verhalten ist vermutlich auf diese schadhaften Einflüsse des Phasons aus der Umgebung zurückzuführen. Es ist auffallend, dass sie sich zu religiösen Stätten der Chozo hingezogen fühlen. Dort stürzen sie sich gewaltsam auf alles, was in ihren Bereich eindringt. Ach geil. Da seid ihr wohl, ne? Das könnten hier gar nichts. Geht die bald mal kaputt hier? Au. Keiner Gesicht. Ihr Trottelgesichter. Alter. Stier. Gehen die auch mal kaputt, Leute, oder mache ich irgendwas falsch? Yes. Jawohl.
Yes. Das war's, ihr Penner. Ah, wieder ein Artefaktstück, okay. Ist schon das dritte jetzt, glaube ich, ne? Das dritte Teil. Sehr gut. Jupp, 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 jupp. Oh. Das vierte. Ach nee, das vierte schon. Goll. Nee, Quatsch. Statt eben das vierte? Ja, okay. Gefundene Items 36%. Na, immerhin. Also war das gar nicht. Das war jetzt schon wieder optional. Ich hätte ja noch gar nicht hingehen müssen, ja? Ist ja furchtbar. Oh nein. Aus, Kinder. Ja, dieses dumme Kraut. So. Hä? Ernsthaft? Ich würde schon sagen. Da ist ein Safe. Und da will ich auch mal schnell hinlaufen, Leute. Autsch. Blöder Nebel. Immer dieses Hin- und Hergelaufen, finde ich furchtbar. Na gut, Leute, ich würde aber auch sagen... machen wir hier mal Ende mit Metroid.